Moin Moin und herzlich willkommen. Der Happy Tao spielt wieder Star Citizen und es gibt einen neuen Patch, der ist jetzt letzten Freitag rausgekommen. Oder Samstag. Ich war Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag in der Nacht, um genau zu sein. Und ich habe jetzt mal ein bisschen rumexperimentiert. Es hat auch ein bisschen gedauert und mir ist angeguckt und dann war ich noch ein bisschen unterwegs und jetzt dachte ich, jetzt mache ich euch das mal für euch. Falls ihr den Patch noch nicht gespielt habt, könnt ihr euch den gerne selber jetzt anschauen. Ich zeige euch, wie man nämlich in das neue Social Module reinkommt, die ArcSoft Corporation oder Arc Corporation, sorry. Und zwar müsst ihr da zu neuer Hangar gehen. Ich bin jetzt hier in meinem Revel in York und gehe hier ganz entspannt auf die Tür zu. Die Tür öffnet sich lautlos und wir haben hier einen Cargo Lift. Ich bin hier schon mal ein paar Mal gewesen und habe mich mal gewundert, Mensch, warum sieht denn der so scheiße aus? Ne, so. Gerade so für meinen EG-43 Station Unit. Wisst ihr Bescheid? Und da seht ihr auch schon, Jus, wir können dieses Touchpad benutzen. Tada! Und da können wir uns aussuchen, wo wir hier hin wollen. Es gibt nur R-Corp. Bam, 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 bam. A, 0, 1. Also, ob ich jetzt hier raufklicke oder da, ist egal. Einfach Launch drücken. Und wir haben den Ladescreen für das ArcSoft PlanetSide FPS. Könnt ihr euch dann alles mal angucken. Jetzt geht es nämlich dazu. Schaut euch zu Fuß in einem Bereich um, in dem ihr landen könnt. Er sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Und ihr könnt diverse Emotes machen. Da habe ich bei weitem noch nicht alle rausbekommen. Also wenn ihr irgendwo eine Liste der Emotes habt, würde ich mich freuen, dass ihr sie mal postet, weil ich habe sie selber noch nicht, war jetzt auch zu faul zu gucken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann sehen wir dann gleich mal, was wir da so machen können. Und ich muss sagen, dafür, dass ich eigentlich einen alten Rechner habe und wenn ich immer wieder lese, die Leute mit irgendwelchen 900 irgendwas Grafikkarten von Nvidia haben Probleme. Wow. Das ist mal nicht das, was ich haben will. Wuhu, und weiter geht's. Tatsächlich geschafft hier. Oh, da rennt mir gleich einer vorbei hier. Ich hab's geschafft, in das Social-Modul reinzukommen. Und ja, das Intro habt ihr ja schon gesehen. Das habe ich gestern aufgenommen. Und also es läuft hier extrem flüssig. Also falls irgendwas ruckelt bei euch, tut es mir leid, dann liegt es an der Aufnahme. Aber es ist echt flüssig und hübsch. Und das auf meiner Uraltkiste. Also mein Rechner ist jetzt, keine Ahnung, 4 Jahre alt oder so. Von daher, wenn jemand von euch meckert, mit einer 900 irgendwas läuft das Spiel nicht, dann habt ihr eindeutig eine Scheißkonfiguration. So, wunderbar. Wir sind jetzt hier in diesem Vorraum. Das ist so dieser Raum, wo wir dann alle so eintrudeln und können uns dann auch mal angucken, wo wir denn hier unterwegs sind. Das ist die R-Corp-Geschichte. Okay, so viel erkenne ich darauf jetzt nicht. Es leuchtet bunt. Okay, jetzt sehe ich gerade hier, ich habe letztes Mal hier voll an der Tür gestanden und wunderte mich, dass wir hier nicht durchkommen. Da ist ja irgendwie so ein Schloss. Aber gehen wir mal zur Landeplattform. Das wird dann wahrscheinlich auch so eine... Verarschen? Irgendjemand stand doch letztes Mal auf dieser scheiß Landeplattform. Ist das tatsächlich ein Glas? Da ist ein Glas. Ich will da hin. Verdammt. Also, das ist eine äußere Landeplattform und hier mal in dem Landing-Modul nachher kann man auf solchen Dingern auch landen. Das ist natürlich sehr cool. Da hinten sehen wir gleich Werbung für den Murray Cup. Ja, jetzt ins Origin. Ja, Origin wird hier viel beworben, das sehen wir nachher auch. Worauf ich hier auch immer stehe, sieht so eine Mischung aus wie Russisch und Runenschrift. Hm. Die Details sind mal wieder total geil. Ja, ich weiß, hier sieht man noch nicht so viel. Warum ihr euch wundert, warum das rot ist und da hinten grün, das ist so ein One-Way-Gate. Hier kommen die Leute nämlich von... Na, kommt da rein, da kommt da rein. Na, kann man da durch? Ah! Zu langsam gewesen. Mal gucken, ob wir mal anders da durchkommen. Ja, durch da! Aha. Gut, vollkommen sinnfrei, aber... Da haben wir irgendwas. Mit den Leuten können wir leider noch nicht reden. R7BX9DF. Gut, da sehen wir auch nochmal das wunderschöne Hologramm
von der Constellation. Landingpad. Ja, sehr geil. Da sieht man auch schön, was da gerade gelandet ist. So, jetzt will ich euch. Oh, das sind zwei Türen. Kenne ich die hinten schon? Achso, da hinten war Fahrstuhl. Da ist er rausgekommen. Und dann gehen wir mal raus. Gucken uns mal wirklich das Modul an. Gescannt werden wir nicht wirklich. Biometric-Scan, keine Waffe dabei. Und willkommen im Social-Modul. Wenn das mal nicht geil aussieht, oder? Ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen an Star Wars mit einer Mischung aus Blade Runner. Nur der Regen für Blade Runner fehlt hier an der Stelle, aber grau genug ist es ja schon. Ich weiß jetzt nicht, wie der Planet bei Star Wars heißt. Können wir mal runterschreiben, wenn ihr es wisst. Dieser Planet, der fast nur eine riesige Stadt ist mit lauter Schluchten und so weiter. So sieht es nachher auch aus. Medical Unit, da gehen wir auch gleich nochmal rein. Warte mal da. Ah, das ist Jobcenter, glaube ich, da hinten. Da mal eine Bar. Ja, gucken wir mal, was gibt es denn hier noch so auf dem Platz? Lauter, lauter, lauter digitale Anzeigen. Können wir mal irgendwas anfangen? Oh, das ist ja mal eine Verarschung. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Sehr cool. Ich dachte schon, das wäre spiegelverkehrt hier. Ja. Trade Division 09, Area 15, Headquarters, Kobe Blast. Wir haben hier viel, viel Werbung immer. Also, das sieht man an diesen ganzen Anzeigetafeln. Kommen wir hier zu diesem Platz runter. Also mit Effekten geizt das Spiel nicht. Die Map ist natürlich super. Was haben wir denn da hier? Ich habe hier noch nie auf die Map geguckt. Avenger, Maintenance, Fuel, Maintenance, bla bla bla. Da haben wir Avenger, 300i, da haben wir noch Hornet. Ich denke mal, das sind die Landing Pads. Genau, da oben sind Docks. Ein Pad ist noch frei, die 105 da unten. Oh, Wetteranzeige. Angenehm warm. Area 18. R-Corp, Dock 5. Ja, total cool. Kann natürlich auch so. Hops, falsche Taste. Nein, ich will nicht schreiben. Ich will mich von außen sehen. Du. Wir laufen so standardmäßig mit der Klamotte durch die Gegend. Und dann, ja. Gehen wir erstmal hier um die Seite gucken. Ich bin ja so ein Nischengucker. Ich suche ja immer gerne. Ich loote immer ohne Ende und nehme alles mit, was ich finde. Und hier ist so eine lustige, wunderbare Nische. So eine Seitengasse, wo man wunderbar irgendwelche Schwarzgeschäfte tätigen kann. Oder irgendwelche Leute meuchelmördern. Okay. Da haben wir noch so eine Ölpfütze oder so. Tropft das da irgendwo runter? Ne, keine Ahnung. War wohl mal schlechtes Wetter. Mit Reflexion sind sie ja sehr geil. Das Einzige, was. Da. Unsere Reflexion fehlt mal wieder. Das Einzige, was halt schade ist. Es ist alles gefaked. Aber ich denke mal, das kommt noch. Oh, da ist noch mal so ein Medical-Dings. Kann man da rein? Ne, die Tür ist zu. Wahrscheinlich zum Krankenhaus sein direkt. Ist ja relativ groß. So, die Seitengasse erinnert mich so ein bisschen an Sizilien, wo wir dann die größeren Städten waren. Da war es ja auch mal wunderbar eng und überall hast du dann so Rohre, Abluftschächte und Klimaanlagen an den Hauswänden gehabt. Oh. Da sehen wir die Constellation nochmal. Da hinten. Voll cool. Aber die sehen wir nachher aus verschiedenen Perspektiven noch. Oh, da ist eine Truhe. Kann man die öffnen? Nee. Das wäre jetzt natürlich auch geil, wenn so ein scheiß Lootbar wäre. So nach dem Motto, oh, da habe ich mal vergessen, einen Händler irgendwas abzuschließen oder so. Laufen wir mal weiter, wieder zurück. Oh, da ist schon wieder eine Tür. Die ist wahrscheinlich schon wieder abgeschlossen. Ja. Aber den Unterschied zu den Türen seht ihr auch gleich. Tut, tut, tut. Ah, die Graffitis kenne ich aus Hamburg. Die hängen ja auch überall. Kommt mir sogar sehr bekannt vor. VR, ja, VR. Ich freue mich unglaublich auf die Virtual Reality Brillen, die jetzt gerade alle auf den Markt springen und sich versuchen, da irgendwie einen Platz vom Kuchen, Platz an der Sonne zu holen. Ein Stück vom Kuchen. Die sind so geil. Es gibt ja auch diese Star VR mittlerweile. Da bin ich mal gespannt. So, willkommen in der Medical Bay. Was geil ist,
Oh, was haben wir denn da? Schläuche. Gucken über Schläuche aus, aber. Mit den Leuten kannst du leider nicht reden, aber. Wir können uns angucken, was gibt es denn so alles an Medical Equipment. Und zwar gehe ich dafür wieder in die Ego. Ich weiß gar nicht. Ja, hier sind sie wahrscheinlich auch alle gleich. Na. Normalerweise taucht da immer so ein komisches, lustiges Feld auf. Ja, irgendwie so ein Medical-Koffer. Defibrillator vielleicht, keine Ahnung. Verschiedene Injektionsgeräte. Sehen schon mal sehr schick aus. Warning. Warum Warning? Was ist denn das? High Pressure. Okay. Das sieht fast aus wie ein mobiler Kassenautomat. Da wiederholen sich die Sachen wieder so ein bisschen. Jo. Aber es sieht schick aus, auch so mit diesem leichten Energiefeld. Das ist total cool. So, Station Unit, irgendwelche Werte, was auch immer das bedeutet. Mit diesen lustigen Anzeigetafeln schmeißt er hier das Spiel viel um sich. Kann ich wieder aufsetzen? Naja. Eindeutig von Star Trek geklaut. Das ist doch, wenn ihr die alten Folgen guckt, immer diese lustige Anzeigetafel über diesen Mad-Batten. Müsst ihr mal gucken, da haben sie dann auch mal sowas. Irgendwie so roter Punkt, der den Herzschlag anzeigt und auch mal solche komischen Vitaldinger, die hoch und runter gehen. Sehr, sehr cool. Also ich freue mich total drauf. Ich meine, dieser ganze Ego-Shooter-Teil, dieser First-Person-Part, der ist eh für mich ziemlich geil. Oh, hier haben wir nochmal Spiegelung. Kommt das hin? Da ist irgendwo eine Lampe oben. Ja, die haben sie wenigstens sauber berechnet. Allerdings werden die nicht dynamisch berechnet. Ich habe selber keinen Schatten. Na gut. Beziehungsweise keine Spiegelung. Nee, dieser First-Person-Shooter-Teil, da freue ich mich ja schon drauf, weil ich gerne mich dann auch als, ja, Boarding Crew im Prinzip bei meinen Kollegen einschreiben würde. Da geht's rein. Das ist das Jobcenter. Ja, genau, mit der Art oben, mit diesem Globus, der hier rumwuselt. Ist das oben eine Kamera? Ne, ist eine Satellitenschüssel nur. Und dementsprechend finde ich es hier schon mal geil, wie smooth das läuft alles. Also kein Haken, kein Rucken. Wir hatten gestern nur das große Problem. Trade Development Division. Ja, sehr cool. Hier rattert wahrscheinlich die ganzen Aufträge durch. Kann keine Sau lesen. Na, schade. Ne, gestern das große Problem, also sprich auf den Sonntag, anderthalb Tage nach Release, dass die Server so überlastet waren, dass man hier mal mit dem Timeout wieder runtergeflogen ist. Das war ein bisschen schade. Deswegen auch gestern nur das Intro gemacht. Ich finde diese Detailverliebtheit total schön. Also edel sieht diese Welt hier ja aus, ne? Gerade von innen so. Customer Service, ja. Kundendienst wird groß geschrieben, man sieht's. Vorsicht, Kunde droht mit Umsatz, alle Schildträger laufen weg. Das kennen wir aus den Baumärkten. Wobei ich sagen muss, es hat sich ja bei Bauhaus mittlerweile bei uns hier geändert. Oh. Da sehen wir noch ein paar Statistiken. Oder sollen das irgendwelche Ballungszentren sein? Who knows? Who knows? Und jetzt sehen wir mal einen wunderbaren Overview von diesem Spiel, wie das Ganze nachher aussehen kann. Und da sehen wir die Constellation in voller Größe. Also wenn das mal nicht geil aussieht, oder? Jungs, Mädels. Ist ein geiles, geiles Schiff. Hätte ich auch Bock zu, war mir allerdings zu teuer. Zumal ich dann auch gleich die Deep Space Variante, also die Exploration Variante, mir angeguckt hätte. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal schwach. Im Moment gibt es der Geldbeutel nicht her, von daher brauche ich mir keine Sorgen machen. Und das ist das Social Modul. Ein erster Eindruck, wie das Planet Side Modul nachher aussehen kann. Ist nachher auch ziemlich geil, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, dann so ein bisschen den Planeten zu erkunden und vielleicht bei der einen oder anderen Location frei zu landen. Hammer, hammer geil. Und ich muss sagen, wie gesagt, mit meiner alten Kiste, es läuft A flüssig und ich habe konstante 25 bis 30 Frames. Ah, konstant. Es bleibt halt immer so. Also es geht eigentlich nicht unter 25 Frames und das für meine Uraltgeschichte hier ist mal super erstaunlich. Und es sieht hier auf meinem 27 Zoll Monitor sichtlich richtig geil aus. Wobei, ich glaube, das einzige Manko ist jetzt hier der Monitor, der ist nämlich schon verdammt alt und dementsprechend ist die Lochmatrix so breit, dass man da schon, ja,
teilweise die Einschränkung von diesem Monitor dann sehen kann. Es ist einfach toll, es ist einfach hübsch. Ich finde die Hangar-Typen ja schon total toll. Ich habe diese Begehung ja auch sehr, sehr gerne gemacht. Einfach um diese Detailvielfalt immer mal wieder anzugucken. Gut, jetzt wollen wir mal rausgehen. Arcorp. Tok, tok. Was haben wir dann noch? Wir haben hier die Bar. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Kabelrollen. Oh, Zapfsäulen. Wollen wir mal tanken? Lustig, lustig. Was man auch immer hier tanken kann. Stell ich mir ziemlich eng vor, wenn man hier nachher rumfährt. Oh, da ist auch eine Nische, da will ich jetzt mal reinluschern. Da wird wahrscheinlich auch nichts Großes sein. Aber wir wollen es ja mal ganz ausgiebig angucken. So, immer schön in die Nischen luken. Da laufen auch schon welche rum. Hier gibt es eine ganze Menge Plastikmüll. Das sieht fast so aus wie in Palermo. Da gibt es ja ein paar geschlossene Türen. Das sieht wirklich aus wie in Palermo. Ziemlich, ziemlich dreckig. Ich umlaufe hier, glaube ich, gerade das gesamte Social-Modul-Gedöns. Was war denn hier für ein Ausblick? Ah, hallo. Nicht besonders toll. Aber ich wollte jetzt noch nicht außen rumlaufen, das mache ich nachher. Hier vorne sah das so aus, als würden da brennende Tonnen oder sowas stehen. Ah, geil. Müllverbrennungsanlage oder sonst. Jupp. Sieht ja mal auch cool aus. Schön, dass sie sowas hier gleich so offen stehen haben. Kannst du deinen Müll gleich so entsorgen. Und trotzdem liegt hier so viel Müll. Unglaublich. So, idealer Versammlungsplatz, um irgendwelche Rebellen zusammenzutrommeln. Ich mache euch alles platt und so. Haben wir hier? Mülltonne. Ich traue mich nicht, nachher geht der Shot runter, ich hänge fest. Hammer, Hammer. Also die geizen hier auch wirklich nicht mit diesen kleinen Special Effects, also auch so, diese Flammen, alles drum und dran. Sind mal richtig gelungen. Die Lichtspiegelungen sind total hübsch. So, das ist die Bar. In die Bar gehen wir aber zum Schluss rein. Da wird zum Schluss gesoffen. Das gibt das Abschlussbierchen am Ende. So, Medical Bay. Astro. Kasaba Outlet. Was ist denn das Kasaba Outlet? Opening soon. Mal auf. Naja, schönes Shot. Schon wieder eine Zapfsäule. So, dann gehen wir mal hier zu Astro Armada. Das ist mal auch eine schöne Aussicht hier. Kubi Blast. Anvil Aerospace. Da. Oh. Hübsch. Ich find's cool. Ich find's einfach noch ziemlich cool. Uha, da geht's tief runter. Das sind so die Momente, wo ich gesagt habe, das erinnert mich so ein bisschen an diese Star Trek-Geschichte. Quatsch, Star Wars-Geschichte. Mit diesem Städteplaneten. Ich komme gerade nicht drauf. Ich habe gerade nur Taurin im Kopf, aber es liegt wahrscheinlich am Energy Drink, der vor mir steht. So, ich möchte gerne shoppen. Astro Armada. Okay, wollen wir gucken, was ihr so zu bieten habt. Lasst die Musik auf euch wirken. Sehr cool gemacht. Sehr sauber geputzt hier. Ich habe Leute gesehen, die haben es geschafft, hier tatsächlich rüber zu hüpfen. Ich wüsste gar nicht mal, wie sie es gemacht haben. Ich habe es schon mal ausprobiert und habe es nicht geschafft. Hallo. Guten Tag, ich hätte gerne ein weiteres Schiff. Am besten alle, die sie haben. Oh. Da ist jemand Red Bulls-Fan. Nee, Red Bulls? Wie hießen die? Red Bulls? Ach. Chicago Bulls, nicht Red Bulls. Das sieht aus wie Chicago Bulls, oder?
Oder ein Barbecue-Soßenhersteller. Könnte auch sein. Ja, also so auf so einer Präsentationsplattform sieht natürlich so ein M50 auch sehr geil aus. So, gucken, können wir hier rein? Nö. Schade. Okay, das war Astro Armada. Sehr nobel, hier auch gerade mit dem Boden, also Shikimiki. Voll nicht mein Ding, aber naja, was soll's. Shikimiki gibt's überall. So, können wir hier noch weiter weg? Dumpers Depot. Dumpers Depot, da gehen wir nochmal hin. Hallo, 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 hallo. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout, beziehungsweise vom Namen her so ein bisschen an Borderlands. Aber schauen wir mal rein. Das waren ja beides auch sehr geile Spiele, vom Stil auch sehr geil gemacht. Reuse and recycle everything. Okay, machen wir das mal. Is Citizens Evolution Bearing Waffenhersteller. Hallo. Moin. Ja, den Slogan kenne ich schon. Hallo Jung, was haben wir denn da? Druckluftschrauber. Gott, siehst du mit schonlos aus. Hallo, hallo. Lächel mal. Will er nicht. Und ich glaube, da gibt gerade eine Hornet ihren Geist auf. Da gibt eine Hornet ihren Ghost auf. Mur. Okay, der war schlecht, aber der musste sein. Inventory. Gut, dass man das alles lesen kann. Na, braucht noch jemand einen neuen Sitz? Neuer Thruster oder so? Upp, wackelt doch nicht so. Dump it lift operational. Was? Wo ist denn da einer? Da. Nee. Da, das Ding wahrscheinlich. Möp, 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 möp. Okay. Die arme Hornet dann. Tschüss. Mach's gut. Werd schon wieder verwertet. Oh, oh, oh. Da ist mir gerade die Textur abhanden gekommen. Where once junk. Where. Was? Where once junk is another treasure. Ah. Ja, wohl wahr. Gerade für mich, da ich eben mal nicht mit Geld haushalten kann. Also spielen geht das mal gar nicht. Hallo. So, dann wollen wir mal hier wieder weg. Wir waren ja noch bei Dumpers Depot und bei diesem lustigen Fahrzeughändler. Also wenn ihr mich jetzt gesehen habt, ich habe jetzt mit der Hand Anführungsstriche gemacht. Das ist natürlich auch hochgradig intelligent, wenn es keiner sieht. Da geht es nicht weiter. Okay, dann wollen wir mal zurück. Ab dafür. Gott, mein Texturspeicher scheint voll zu sein. Da hinten ist Dumpers Depot schon wieder. Für einen Eimer. Da, da ist es. Origin-Werbung. Oh, noch ein Autocutlass. Hallo. Nimm mich mit. Noch eine. Hier fliegen total viele Cutlasses durch die Gegend. Was haben wir hier denn noch? Pop, 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 pop. Warte, haben wir hier Medical Unit Hammer. Hammer. Da, Kubi Blast, da wollte ich nochmal rein. Mein Waffenhändler der ersten Wahl. Gut sortiert und hier liegen aber mal so Kisten rum. Schon leer geräumt. Halt auch so. Oh, da oben kann man gleich zielen üben. Ta, 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 ta. Gut, ja. Kann man den Kopf auch kaufen? Ich hätte gerne den Kopf als Sammelobjekt in meinem Büro. Leider nicht. Okay, best price in the verse. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Oh, jetzt weiß ich, warum es mir nicht anzeigt. Ich musste mein MobiGlass aktivieren, oder wie heißt denn das hier? Microtech Aris System. So, tüdüt. Hallo? Hallo? Was ist denn das da? Oh, die haben die Schilder überarbeitet.
Nee, da ist es ja. Size of traditional 5,65 mm mal 445 for Gauss Mechanics. So. Kannst du das Messer jetzt mal anzeigen? Nein, macht er nicht. Den Kopf macht er auch nicht. Was haben wir denn hier? 10 mm Munition. Okay, das ist mal. Autsch. Traditional gunpowder-based ammunition that fires slugs from a shell. Okay. Ekelhaftes Zeug. CDS Quick Kate. Okay. Initially designed for high risk rights for the advocacy. CDS has finally released the QDB tech to the public. Ach, Quick Deployment Barrier. Also Barrikaden, die du schnell aufbauen kannst, auch für mobil und so. Und was ist das? Double Time Hologram. Okay, also alles so fürs Ego-Shooter-Modul, FPS-Modul, sieht man schon mal, was da so kommt. You hold the balance of power. Okay, das ist mal Werbung. Shoplifter will be executed to the fullest extent. Okay. Da ist schon wieder eine offene Kiste. Wer hat denn hier aufgeräumt, sag mal? Gar keiner. Die Granaten habe ich noch gar nicht gesehen. Force Propulsion Grenade. The DS-12 is the latest Parachification Technology delivering a non-lethal force push intended. Push intended to displace opponents in a low or zero gravity situations. So. Okay, was haben wir hier? EMP grenades, bearing EP5 grenades, produce a controlled electromagnetic burst to disrupt unshielded electronics for a short time. Okay. Sehr cool. Frag Grenade, der Standard MK4. A continuation of the iconic Hand Grenade, first produced by Baring in 2894. The MK4 is an antipersonal fragmentation grenade capable of saturating the kill zone with lethal projectiles and devastating concussive blast. Oh Gott. Und dasselbe nochmal, 139 UEC. Und da haben wir noch einen Warnungshinweis. Die Gegend wird überwacht. Juhi, Law Enforcement Images are recorded for Crime Prevention and Public Safety. Okay, das hat er sich echt aus den schlechten Läden abgeguckt. Das hätte nicht sein müssen. Hier wird doch nie jemand was klauen. So, hier haben wir noch ein paar Waffen. Thunder Burst Cannon, the latest advancement of force multiplication bearing HP-21, is a 25 mm handheld weapon system designed to provide ground forces with indirect fire option and area effect strikes, especially useful for displacing entrenched. Okay. Also erst so AI Schaden. Energy Rifle. Despite all the advances in the weapon technology, there will always be a place for a dependable assault weapon. Klaus und Werner maintains that proud tradition by unveiling the ATT-4, the selective fire energy-based assault rifle incapable of providing accurate and sustained fire for. Okay, Batterie alle. Nice. Arclight Energy Pistol. Ich glaube, das ist die, die wir auch beim. Ja, die Energy Pistol wird das wohl sein, die wir auch beim Free Flight dann mal rausziehen können, wenn wir landen. Ja, sehr gut. Its PS-10 capable power cell offers more than enough shot to finish the job. Ja. Ist aber auch gar nicht mal so günstig, ne? Für 679. Dann nehme ich wieder die klassische Ballistic. With Tritium Low Light Sight. Okay, nice. Energy Rifle, Ballistic Rifle. Ich glaube, ich.
Also Ballistik finde ich an sich einfach cooler, wobei Energy halt einfach den Platz hat, den Spaß hat. Man muss nicht so viel Munition mit sich rumschießen. Collapsible Stock. Ah, hier kann man zum Klappen. Shortened Barrel. Close Quarter Combat. Da war ich noch nie besonders gut drin. Non-Ballistic, das ist die LH-86. Mal kurz drüber gucken. Das ist auch die LH-86. Verarschung. Und da haben wir nochmal die ATT-4. Die haben wir oben schon hängen. Guns don't kill people. People kill people. Wisst ihr Bescheid? Okay. Grenades. Waffen. Sold out, ja, ich merke ja schon. Der ganze Tactical Stuff hier, Munition Stuff. Keep calm and carry one, okay. Badges. Sehr, sehr cool. So, der Waffenschrank, den sehen wir natürlich auch überall nochmal wieder hier doppelt. Also von daher alles cool. Gehen wir mal raus. Also hier werde ich auf jeden Fall shoppen, wenn das FPS-Modul draußen ist. So, hier ist noch eine Seite, die ich hier genau gucken. Da waren wir noch nicht. Da, 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 da. Oder waren wir da? Nee, da geht's so weit hoch. Komme ich hier aufs Landingpad? Sag jetzt nicht, ich komme hier aufs Landingpad. Da bin ich letztes Mal noch nicht hingekommen. Nee, ich wirklich. Hallo. Hübsch. Ah, da scheint es nicht weiter zu gehen. Verdammt, ich bin in der Sackgasse gelandet. Okay. Aber geil ist es allemal. Das muss man den Leuten hier lassen. Oh, Cassava Outlet. Das ist der Klamottenladen. Oh, Schickimicki-Kleidung hier. Oh, was ist das? Das ist halt auch cool. Da kann man so richtig schön runtergucken, die Leute beobachten. Schön einen auf Attentäter machen. Okay, falsches Spiel, aber trotzdem geil. Boom! Das sieht man auch geil aus. Drake Interplanetary. Gib mir ein bisschen Werbung. Okay, das sieht ein bisschen schwul aus. Kubi Blast. MK4 Grenade. Brauche ich mir jetzt erstmal nicht. Boom. Na gut, gut, gut. Den Boom hatten wir eben schon. Ich wiederhole mir. So, da sind wir reingekommen. So, Kugelblast fahren wir, dann drehen wir es mal zurück. Und hier vorne war doch irgendwo die Bar. Da war die Bar. Jetzt gehen wir mal entspannt ein Trinken. G-Lock. Hornet, oh, da wird man ganz Hornet bei. Ich bin ganz Hornet. Jumpers, so. Respekt, wie bist du denn dahinter gekommen? Geht. Bin ja auch hintergekommen, hallo. Darf ich Ihnen, Damen und Herren, was zu trinken anbieten? Man hat hier voll den Lärm von Leuten, die sich unterhalten, aber keine Leute. Das ist so, als würde ich mir Applaus einblenden in meine Videos. Hui. Es fehlt nur, dass man sich hinsetzen kann und dann eine Bedienung kommt. Oh, was haben wir denn da? Warum sind da Schiffsstatistiken drauf? Ich denke, da steht die Preisliste mit Wein und Whisky und. Was für ein Bullshit. Also ein Bierglas? Sieht das Ganze aus. Die Stripperin fehlt ein bisschen. Oh, Tanzfläche. Oh, shit. Ausblick ist mal auch sehr nice.
So, jetzt kommt der Geilste überhaupt. Ich bin so cool, ich bin so cool. Okay, das war schon im Dance. Na, da geht er schon ein bisschen mehr ab. Der braucht nur ein bisschen was zu trinken, der muss nur lockerer werden. Na, kann er noch irgendwas? Also kreativ ist ja was anderes, ne? Schade. Na gut, viel mehr geht da nicht. Ja, die Musik lädt auch total zum Chillen ein. Hier sehen wir noch ein bisschen Werbung. Ich meine, an Werbematerial fehlt es ja den Star Citizen Machern von vorne bis hinten nicht. Kann man hier natürlich wunderbar einbinden überall. Ich muss mal auf Toilette. Lass mich auf Toilette. Hallo, immer auf Toilette. Na gut, mach ich mir doch in mein Absaugsystem vom Anzug. Ja, das ist das Social-Modul. Man kann hier ein bisschen noch rumquatschen. Exit. Danke. Und ich freue mich drauf, wenn man tatsächlich auch alles benutzen kann. Man kann sich hier treffen, man kann sich unterhalten. Man kann so ein paar Emotes machen. Falls jemand von euch mal weiß, was es alles so an Emotes gibt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal eine Liste nennt oder mal sagt, wo man das nachgucken kann. Ich habe es bisher einfach noch nicht nachgeguckt, von daher kein Plan. Aber es sieht mal geil aus. Sieht mal geil aus, auf jeden Fall. Und es macht Lust auf mehr. Auch die ganze FPS-Geschichte. Bin ich echt mal gespannt. Kann ich mir jetzt hier eigentlich hinlegen? Nee. Man kann sich tatsächlich hier in der Gegend nur noch hinhocken. Aber es ist echt schick. Es ist relativ groß. Man kann viele angucken. Und wenn man nachher die Sachen auch noch nutzen kann, wäre das sehr cool. Mir wurde ja gesagt, es gibt hier noch einige Features, die man tatsächlich nutzen kann. Da weiß ich bloß noch nicht, welche das genau sind. Das werden wir dann nochmal versuchen, nochmal rauszukriegen. Aber an sich, dieses ganze R-Corp-Gedöns ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und dieser Kubus erinnert mich gerade an irgendwie so einen Zeichentrickfilm. Da war doch dieser fette, runde Roboter, der sagt, Träume können wahr werden oder für eine bessere Zukunft oder so ein Bullshit. Nee, 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 Wally war das nicht, oder? Ich komme nicht drauf. Ach Gott, so viele Impressionen, die man hier hat, so viele Ideen, womit man das irgendwie verbinden kann. Aber es gibt ja auch einfach schon so viel Bullshit auf dem Markt, dass man doch vieles miteinander schnell cross-linken kann. Es ist sehr geil. Ich werde mich im nächsten Mal dran setzen und so ein paar Long-Term-Aufnahmen machen und dann mal gucken, wie sich das so hier über die Zeit verwuselt. Ich hoffe, ihr schaut euch die auch nochmal an. Ansonsten sage ich erstmal, ihr habt herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier mal so die Gegend anzugucken. Wenn ihr das Modul selber noch nicht habt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist sehr schick. Man kann hier jetzt nicht groß playen, aber es lässt schon mal tief blicken, wie es aussehen kann. Und ich hoffe mal, dass so Vollpfosten wie Piep, den Namen sage ich jetzt nicht, mit ihren dummen Aktionen und kurzsichtigen Aktionen hier im Cloud Gaming Imperium nicht irgendwann mal den Geldhahn zudrehen, weil sie das Geld für irgendwelche scheiß Gerichtskosten oder so raushauen. Das wollen wir ja nicht. Das Geld brauchen die Jungs zum Entwickeln, weil die Ideen sind geil, die Umsetzung ist schon sehr, sehr gelungen und ich hoffe mal, dass da ganz, ganz bald Star Marine rauskommt. Und da bin ich unglaublich neugierig drauf. Naja. Das ist jetzt, glaube ich, Patchstand 1.2, eventuell sogar schon 1.2a. Und was? Did you guys just read the Tony Suex post about the Star Citizen Module? Yeah, sure. Sure. Ich freue mich auch noch ganz besonders auf den Patch 2.0, einfach weil es dann darum geht,
Multi-Crew-Ships als Multi-Crew besetzen, also ne, mit mehreren Leuten und dann mal durch die Gegend fliegen und gemeinsam da durch die Gegend bocken. Das wird ziemlich, ziemlich geil. Ich sag nochmal Dankeschön. Ciao, ciao, euer Happy. See you in the verse.